Caroline, herzlichen Glückwunsch zu deiner Silbermedaille hier beim Grand Prix in Ulaanbaatar. Und ich habe mal geguckt, dein letztes Silber ist von 2013. Da hast du in Samsun Silber gewonnen. Glücklich über deinen zweiten Platz? Ja, ich bin trotzdem glücklich drüber, auch wenn es jetzt Finale nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte. Aber ich bin ja noch jung, ich kann daraus lernen und aufbauen weiter. Und dann ist sie auch irgendwann noch zu schlagen. Das stimmt. Kommen wir gleich aufs Finale zu sprechen, weil das hast du gerade angesprochen. Du hast davor gesagt, vor dem Wettkampf, du willst hier, wenn möglich, dein Potenzial voll ausschöpfen. Und im Finale, leider waren es nur zwei Shidos, ne, am Ende. So richtig kamst du trotzdem nicht an die Chinesin ran. Ja, die hat schlau gemacht, hat immer nur Griff verändert und ich bin halt einfach nicht rangekommen. Und ich denke mal, wenn ich da im Griffaufbau nochmal was mache, dann komme ich vielleicht nächstes Mal ran und kann vielleicht auch mal irgendwie eintreten und dann die Shidos, gerade das eine Shido voraustreten, sowas muss nicht sein. Wie hast du dich denn kräftemäßig gefühlt? Ja, das ging eigentlich. Also ich fand jetzt nicht, dass sie viel kräftiger war als ich, aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich noch ein bisschen aufbauen muss. Als du auf deine Auslosung geschaut hast, was war so dein erster Gedanke? Ich habe nämlich die an 1 gesetzte Chinesin hier gesehen, die Ma, und dachte mir so, na, das könnte vielleicht die Gegnerin von Caroline werden. Na, ich habe erstmal mir die Auslosung angeguckt und habe erstmal meinen Pool geguckt und da war dann die Mongolin, die beste Mongolin, die ja hier ist von der Plus. Und dachte erstmal, okay, guckst du, wie der ist. Und dann dachte ich halt, ja, okay, entweder sind sie knackste halt oder nicht. Und dann stand halt auch die Französin da und dann dachte ich, okay, das muss jetzt, das nimmst du dir jetzt nicht weg, dass du da nicht ins Finale gehst. Hast du auch nicht weggeben lassen. Beim letzten Interview weiß ich noch, ich glaube, das war in Baku. Du warst erstmal froh, dass das Knie gehalten hat. Wie war es denn heute? Alles wieder gesund, alles fit? Ich mache momentan viel Stabi in der Physio in Berlin und bin jetzt schon so weit, dass es jetzt stabil ist. Es ist noch nicht so, dass ich jetzt, sage ich mal, ohne Tape kämpfen kann, aber ich merke es nicht mehr so oft wie sonst und ich fühle mich auch sicherer und weiß, dass es hält. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Du fliegst jetzt erstmal wieder zurück. Was kommt denn als nächstes bei dir? Bei mir kommt als nächstes erstmal nichts. Also erstmal ein Köln-Lehrgang, da ist ein internationaler Lehrgang, da werde ich dran teilnehmen und ja, dann mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall freuen wir dich, wieder auf der Matte zu sehen. Danke nochmal und herzlichen Glückwunsch, Caroline. Danke.